Seitdem ich wusste, dass ich nicht mehr lange zu leben hatte. Seitdem sie zu mir sagten, dass sie nichts mehr für mich tun könnten. Seitdem war mir klar, dass ich gehen würde. Bevor ich nicht mehr in der Lage dazu war, diese Entscheidung selbst zu treffen. Doch was an einem Tag so richtig, so logisch, so zwingend erscheint, sieht manchmal im Licht des nächsten Morgens gänzlich anders aus. Und jetzt? Da hinten links, dann über den Pass. Du hast mir nie erzählt, dass du schon einmal hier warst. Hat dich auch nie interessiert, was ich früher gemacht habe. Stimmt. Hatte ich vergessen. Tut mir leid. Wenn das hier funktionieren soll, müssen wir uns anders verhalten. Du hast doch gesagt. Ja, hab ich. Und deswegen habe ich gesagt, dass es mir leid tut.
Ich bin dir doch dankbar, dass du mitgekommen bist. Amelia ist meine beste Freundin. Und das Letzte, was sie jetzt noch gebrauchen kann, ist, ihr bei uns Sorgen zu machen. Nicht bitte. Sorry, du hast recht. Ich sollte mich zusammenreißen. Danke, dass du das für mich tust. Ist nicht mehr weit. Morgen, du Schlafmütze. Du weißt doch, dass mir diese Meeresluft immer total müde macht. Guten Morgen. Was machen wir heute? St. Finian, Zwillings Galax, What Will We Name? Kilani? Eins davon ausrufen? Nein, alles eine Tour.
unsere, wir sind endlich wieder zusammen hier, Rundfahrt. Ja, jedes Mal das Gleiche. Boah, sind wir langweilig. Auch wenn ich dieses Mal das Gefühl habe, dass es etwas ganz Besonderes ist. Ich hatte vergessen, wie wunderschön es hier ist. Du warst lange nicht mehr hier. Ich weiß, tut mir leid. Aber das werde ich ändern. Ab sofort besuche ich dich so oft wie möglich. Sorry, David, muss alleine fertig machen. Ich muss mit Olaf besprechen. Na, danke schön auch. Thank you.
Hier hat man keinen Empfang, weißt du es nicht mehr? Wem willst du überhaupt schreiben? Deine besten Freunde sind doch hier. Hast recht. Warum noch stehen im Leib mein Herz? Die Hoffnung ging zuvor. Percy Shelley, ich liebe seine Gedichte. Amelia, was willst du mir sagen? Ein Licht entschwindet im erwachten Jahr. Was? Wie lange noch? Wochen, keine Monate mehr. Deswegen hast du uns eingeladen. Wann musst du ins Krankenhaus? Nein. Nein? Nein. Im Fall der Zeit hat seinen Gang nicht anders. Leben nicht mehr trennt, was Tod vereinen kann. Das hast du nicht wirklich vor. Was wäre die Alternative? Warten, bis mich jemand füttern und sauber halten muss? Nein. Das will ich nicht mir und auch sonst niemanden antun. Aber es gibt doch immer eine Möglichkeit. Luna. Mein Entschluss steht fest. Ich werde es tun. An dem Tag, an dem du gehst. Dann bleibe ich eben für immer. Das kannst du nicht und das wirst du nicht. Und wie ich das kann. Vielleicht verstehst du es besser, wenn du das gelesen hast. Warum sagst du es mir nicht einfach? Wenn du mich dann laufend unterbrechen und mir andauernd widersprechen werdest. Ich habe es geschrieben, weil mir klar war, wie du reagierst. So würde ja wohl jeder reagieren. Aber du bist nicht irgendjemand. Du bist meine beste Freundin und die wird versuchen, mich zu verstehen. Versprich mir, erst in Ruhe zu lesen und dann darüber nachzudenken. Verstehst du mich jetzt?
dass du das für mich tust. David hat mir heute Morgen alles erzählt. Ich wollte nicht, dass du dir noch um uns Sorgen machst. Ich weiß. Du willst nur, dass es mir gut geht. Das ist verdammt nochmal auch mein Recht. Verstehen ja, akzeptieren nein. Ich weiß, es scheint feige zu sein. Es sind immer die, die zurückbleiben, die mit den Konsequenzen leben müssen. Ich. Und weil ich eben niemanden außer dir mehr habe, ist mir so wichtig, dass du verstehst. Ich habe deine Krankheit immer verdrängt. Vielleicht fällt es mir deswegen noch schwerer. Aber du verstehst jetzt, dass der Tag kommen wird. Ja. Aber doch nicht jetzt. In 5. In 10. In 50 Jahren. Aber doch nicht jetzt. Hättest du vor einem Jahr damit gerechnet, dass David und du kein Paar mehr seid? Nein. Hätte ich nicht gedacht. Irgendwie empfinde ich auch noch etwas für ihn. Ich weiß einfach noch nicht mehr was. Das Leben besteht fortwährend aus Anfang und Ende. Nur, dass wir nicht wissen, wie viel Zeit uns dazwischen bleibt und wann das Ende kommt. Wenn du so redest, hörst du dich nicht an, als wärst du 17. Der Tod meiner Eltern und die Krankheit haben mich verändert. Du warst noch nie verliebt. Nur Frösche, keine Prinzen. Erinnerst du dich noch an Tom? Oh ja. Der war süß. Hat nie was geschnallt. Die Ideen, mit mir in den Putzraum einzuschließen, war auch mega blöd. Konnte ich doch nicht wissen, dass der Engel in Panik bekommt. Und statt mit mir zu knutschen, hat er die Hosen nass. Macht auch nichts. Er ist schwul. Wie jetzt? Echt? Ja. Hat ein süßes Profilbild mit seinem Freund, wie sie sich küssen. Hammer. Immer die Hübschen. Immer die Hübschen. Du hast gesagt, du empfindest noch etwas für David? Die Schmetterlinge sind weg. Und wir haben uns oft gestritten. Da ist noch was tief in mir drin. Aber es ist zu wenig. Und wie sieht David das? Hat nie was gemerkt, hat er gesagt. Aber eingesehen, dass es nicht weitergehen kann. Und hat sich trotzdem auf das Schauspiel für mich eingelassen. Er hat es für dich getan. Aber er liebt dich nicht mehr. Doch, ich glaube, das tut er noch. Dann war das hier aber sicher sehr schwer für ihn. Vielleicht. War keine gute Idee. Ja, kann sein, aber du solltest dir nicht auch noch Sorgen um uns machen. Du hast uns immer als das perfekte Paar bezeichnet. Das seid ihr ja auch. Nicht mehr. Glaubst du? Weiß ich. Morgen fahren wir Boot. Beginish Island? Ja. Wir waren noch nie zusammen an dem schönen Strand. Lebt der alte Mann noch dort? Nein. Ist leider schon vor einigen Jahren verstorben. Sein Haus steht leer. Die Insel ist seitdem verlassen.
Schade. Lass uns zum Haus zurückkehren. Da wird das jetzt sicher mit Abtrocknen fertig. Wir will nicht. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Mein Gott, plötzlich schwindelig. Okay. Wir können immer noch fahren. Nein. Mr. O'Sullivan hat extra für uns das Boot von Waterville nach Knightstown geholt. Bitte. Ich will, dass wenigstens ihr beiden fahrt. Was ist denn mit morgen? Wir können doch sicher auch noch morgen fahren. Das Wetter soll schlechter werden. In den nächsten Tagen wird das nichts mehr. Aber dich hier alleine lassen? Ganz toll. Tut mir leid. Hoffentlich. Soll das Wetter schlechter werden? Amelia meinte morgen. Ja, schau mal darüber. Sieht nicht gut aus. Wann wollt ihr uns eigentlich abholen? Heute wohl nicht mehr. Verdammte Scheiße. Ja, bei mir auch nicht. Tolles Nachtlager. Wir müssen doch hier nicht die Nacht verbringen. Luna, genau das werden wir wohl müssen.
Alles deine Schuld. Ey, geht's noch? Das war auch die blöde Idee, deine Freundin uns fahren zu lassen. Mir ist kalt. Ich bin klatschnass und du machst mir nur Vorwürfe. Habe ich was verpasst? Bitte nimm mich in den Arm. Findest du das nicht etwas unpassend? Oh Kerl, ich habe dich nicht gebeten, mit mir zu schlafen. Was soll daran schlimm sein? Weil du vielleicht auf jede meiner Berührung allergisch reagierst? Aber jetzt will ich das. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das nächste Jahr nicht mehr zu erleben. Warum auch? Ich wäre nie wieder verliebt. Ich hätte nie mehr dieses Kribbeln im Bauch. Keine zärtlichen Berührungen mehr. Kein Sex. Das wird nicht passieren. Und was, wenn doch? Was, wenn du der Letzte warst mit mir? Wohl kaum. Erinnerst du dich noch an den Zar? Das werde ich sicher nicht so schnell vergessen. Ich werde das Gesicht von dem Typen nicht mehr vergessen, als er uns unten im Keller erwischt hat. Der war nicht überrascht. Der hat nur noch nie so ein heißes Mädel wie ich nackt gesehen. Danke. Was soll ich tun? Ich kann niemanden erreichen. Strom und Telefon sind ausgefallen. Sind sie? Amelia, ich habe dich am Braidhead gefunden. Jemand hat auf dich geschossen. Geschossen? Wo ist Patrick? Er war doch gerade noch zusammen mit mir am Tower. Bleib liegen. Sonst blutet es nicht mehr. Gesehen. Seit wann leben Sie hier? Seit einem Jahr. Früher waren wir immer nur in den Ferien hier.
Ferien? Wenn man keine Schule hat. Schule? Sie gehen in eine Schule? Wieso leben Sie hier, wenn Ihre Eltern so reich sind? Schmerztabletten. Bin ich blöd. Medizin? Ist Ihr Vater Arzt? Nein, ich brauche sie. Nicht so wichtig. Verdammt, dir ist ja ganz kalt. Deine Sachen sind ja auch triefnass vom Regen. Ich kann auch jetzt hier vorhin meine Kleidung ablegen. Genierst du dich? Es gehört sich nicht, sich in Gegenwart einer Feinlady zu entkleiden. Luna, Roseline. Was hatte ich immer ein Kribbeln im Bauch, wenn du meinen Namen so gesagt hast? Alles geht vorbei. Warum bekomme ich jetzt eine Gänsehaut? Dann hast du Klamotten. Können wir rausfinden. So, als hättest du mich noch nie so gesehen. Mir ist jetzt schon wärmer als in den nassen Klamotten. Okay. Lass es uns herausfinden. Was? Gib mir deine Hand. Meinen Namen? Wie? Du sollst meinen Namen sagen, so wie früher. Du hast gezittert. Mir ist aber gar nicht kalt. Ich spüre keine Schmerzen mehr. Die Dinger sind brutal. Aber das ist das Einzige, was noch hilft. Was meinen Sie? Ach, nicht so wichtig. Es sollte fürchterlich wehtun. Keine Sorge, das wird es jetzt für einige Zeit nicht. Unglaublich. Es tut mir leid. Ich bin der Sohn eines armen Farmers. Ich sollte nicht mit ihnen zusammen. Mein Name ist Amelia. Und mir ist egal, wer dein Vater ist. Sicher? Erzähl mal von dir. Warum warst du auf Braehead? Patrick und ich. Wir hatten Dienst. Dienst? Ausschau halten nach feindlichen Flugzeugen.
Ich verstehe kein Wort. Eins musst du mir noch verraten. Was? Wo kann man solche scheußlichen Unterhosen kaufen? Ich fühle mich gerade so geborgen. Schwer zu glauben. Ich verstehe es auch nicht. Aber dieses Gefühl. Was meinst du? Küss mich. Hältst du das für eine gute Idee? Mach es, bevor ich es mir anders überlege. Wie bitte? Trägt doch keiner sowas. Entschuldige bitte. Ich schon. Ian gesehen? Wen? Hä? Ian. Das musst du dir sofort erzählen.
Es war so unglaublich. Von jetzt auf gleich hatte ich noch einen Gedanken. Schlaf mit ihm. Wie bei mir. Es hätte irgendjemand oder irgendetwas einen Schalter in mir umgelegt. So. Genau das. Und es war wundervoll. Bei mir auch. Obwohl ich kurz zuvor gedacht hatte, dass nichts mehr zwischen uns ist. Es war, als würde ich ihn schon ewig kennen. Dabei habe ich ihn vorher noch nie gesehen. Er war so zärtlich, so einfühlsam und echt süß. Hört sich an, als hättest du da einen Traum angefunden. Er war traumhaft. Es war echt unanständig. Wann lerne ich ihn kennen? Schreib ihm, oder hast du seine Nummer nicht? Er war heute Morgen nicht mehr da. Luna, ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich hab seine Nummer nicht. Dann war das ein verdammt heftiger One-Night-Stand. Moment, wir haben ein Foto von uns gemacht. Nachher. Ich sehe vielleicht etwas zu Hause aus. Was hast du? Was ist los? Los. Wenn ich dich berühre, kommt es mir so vor, als wenn wir uns schon ewig kennen. Auch mir scheint so vertraut. Doch bin ich mir sicher, dass ich dich nie zuvor gesehen habe. Du wärst mir bestimmt in Erinnerung geblieben. Eine so wunderhübsche, aufregende Lady. Danke für das Kompliment. Und Schönheit, in der alles schwelgt und schwebt. Und Liebe, die in allem lebt. Sinn des Daseins Teppich, blind verwebt. Vom Feuer, allbegehrt, ersehnt von je. Das ist den letzten Hauch der Sterblichkeit verwebt. Thank you.
Wir sind da. Was war das gestern mit uns? Ich weiß es nicht. Aber es war schön. Nur das letzte Aufflackern bevor. Es kribbelte man. Und was sagt die Polizei? Sie können mit der Beschreibung nichts anfangen. Sie kennt niemanden, auf den sie passt. Kann doch nicht sein, dass ich das alles nur geträumt habe, oder? Finnegan? Es ist wieder passiert. Ja, wieder ein junges Mädchen. Geben Sie Moore Bescheid. Gefällt mir auch nicht. Wissen Sie, was passiert, wenn jemand von außen davon Wind bekommt? Danke. An diesen blöden Touristen hängen so viele Jobs. Diese Art von Publicity können wir uns einfach nicht leisten. Ja, ich werde für sie beten, dass sie wieder geheilt wird. Moore hat bisher alle geheilt. Jungen, mit dem ich geschlafen habe, nur eingebildet habe. Das darf doch nicht sein. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so wohl gefühlt. Habe ich nicht schon genug Pech? Das hast du nicht verdient. Was machen wir jetzt? Was meinst du? Ich weiß, dass er bei mir war. Wir müssen ihn suchen. Und wo sollen wir anfangen? Brayhead. Da habe ich ihn gefunden. Brayhead ist in Valentia Island. Klar, das kennst du doch. Der alte Turm, die steilen Klippen. Das ist doch von Texas fast eine Stunde mit dem Auto entfernt. Wie kannst du ihn von da gehört haben und wie bist du da hingekommen? Ich...
Ich weiß es nicht. Das hat aber lange gedauert. Luna? Amelia? Du solltest Freude spüren. Ich werde deine Seele retten. Hör besser auf damit. Die Fesseln schneiden sich in deine Haut. Warum hat er dich erwählt? Ich werde dich von allem Übel erlösen. Wir müssen die Polizei rufen. Ist in dem Fall sinnlos. Sinnlos? Weil sie dahinter steckt. Sie? So ein Quatsch. Was wollen Sie von uns? Glauben Sie mir, Ihre Freundin schwebt in großer Gefahr. Aber die Polizei zu rufen, würde alles nur noch schlimmer machen. Wissen Sie, wer Ihnen ist? Was soll der Schwachsinn? Ich habe große Schuld auf mich geladen. Deswegen werde ich Ihnen helfen. Komm, wir schmeißen Opa raus und rufen die Polizei. Ich glaube ihm. Ihre Freundin. Amelia. Amelia. Sie glauben, dass sie vom Teufel besessen ist. Wie bitte? Wie meinen Sie das? Sie glauben, dass Ian der Teufel ist und dass Amelia ihn gerufen hat. Sie tickt noch nicht mehr ganz sauber.
Aberglaube. Das weiß ich. Aber sie glauben es trotzdem. Sie glauben an das Übersinnliche, an Hexen, an Teufel. Sie fürchten um den Ruf unserer Heimat. Moor wird ihrer Freundin wehtun. So hat sie es mit allen anderen auch getan. Alle Mädchen waren danach nur noch ein Schatten ihrer selbst. Apathisch. Antriebslos. Ich warne dich. Wenn du schreist, schütte ich es weg. Was ist das? Das hilft dir, dich vorzubereiten. Es schmeckt seltsam. Wenn ihr zu Hause auf uns wartet. Dass du dem alten Mann überhaupt glaubst. Hier wohnt doch keiner. Würdest du aufmachen, wenn du würdest, was sie machen will? Wir sollten zur Polizei. Hast ihn doch gehört. Wenn davon auch nur irgendetwas war, dann können wir das nicht riskieren. Aha, du glaubst mir also auch nicht. Ich vertraue ihm. Warum? Du kennst ihn doch gar nicht. Ich habe gespürt, dass er die Wahrheit sagt. Nur auf ein Gefühl verlassen finde ich jetzt nicht so toll. Auf meine Gefühle kannst du dich verlassen. Sind Sie ganz sicher? Okay. Er glaubt zu wissen, wie diese Frau Amelia hingebracht hat. Er meldet sich, wenn er sich sicher ist, dann sollen wir ihn dort treffen.
Verlassen wir uns weiter auf dein Gefühl? Bist du? Ich kenne dich nicht und trotzdem habe ich mich noch nie einem Menschen so nah, mich so geborgen gefühlt. Warum noch länger stehen im Leib mein Herz? Du weißt von meiner Krankheit. Die Hoffnung ging zuvor, der Klage bar. Ein Licht entschwindet im erwachten Jahr. Und Mann und Frau und was uns teuer war. Im Fall der Zeit fängt sein Gang nicht an. So löscht den Bann, das Leben nicht mehr trennt, was das Tod vereinen kann. Ich liebe die Gedichte von Percy Shelley. Sie sind so traurig, aber zugleich auch so romantisch. Mein Onkel hat mir ein Buch von Shelley vermacht. Es ist das Einzige, was ich besitze. Und ich liebe es, es zu lesen und dabei aufs Meer zu schauen. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Du bist so gut, um wahr zu sein. Du weinst ja. Ich habe Angst. Trotzdem doch nicht. Nicht deswegen. Was dann? Etwas stimmt nicht. Der alte Mann sprach von einem Ritual, das aus dem Mädchen leere Hüllen gemacht hat. Ich spüre, dass Amelia Angst hat. Und es ist keine Angst vor dem Tod. Die hat sie nicht. Wie meinst du das? Ich muss dir noch so viel erzählen. Wir haben genug Zeit. Fang an. Nun, ich möchte halt nicht mehr reden. Ich weiß. Thank you.
werde dir den Teufel austreiben. So wie den anderen auch. Das wagst du nicht, Patrick. Du bist kein Mörder. Amelia. Ich muss mich entschuldigen. Es dauert es nicht mehr lange, bis sie Morphine. Dann werden sie mich irgendwann holen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Was ist in dieser Nacht geschehen? Ich weiß nicht mehr, wie ich dorthin gekommen bin. Aber ich war im alten Wachturm auf Brayhead. Was haben Sie gesehen? Ich habe nur was gehört. Propellerflugzeug. Dann
Maschinengewehrfeuer. Und dann? Ich sah zwei Jungen wegrennen. Sie liefen weg vom Turm. Ian wurde getroffen. Er fiel hin. Und der andere lief weg. Ohne sich umzuschauen. Lief einfach nur weg. Woher wissen Sie das? Ich muss Ihnen was zeigen. Ich habe Schuld an seinem Tod. Wenn ich geblieben wäre, würde ich ihn heute noch leben. Nicht viel Zeit bleibt. Weil mir nicht viel Zeit bleibt. Zeit mit dir zu verbringen. Zeit mit dir zu erleben. Zeit, dich zu lieben.
Ich habe es gespürt. Was hast du gespürt? Unsere Sterblichkeit. Unsere Sterblichkeit? Und doch wird das bleiben, was uns überdauern wird. Was ist passiert? Du bist auf dem Friedhof ohnmächtig geworden. Ian. Was ist mit ihm? Ich habe an seinem Grab gestanden. Wie? Luna, er ist seit Jahrzehnten tot. Also war das nur ein Traum? Nein, das war kein Traum. Was soll es sonst gewesen sein? Er war bei mir. Was? Wir... David und ich fahren heute. Dann ist das unser Abschied. Mia, du kannst... bitte. Mach es jetzt nicht noch schwerer, als es eh schon ist. Ich muss das akzeptieren. Thank you.
mein Herz. Die Hoffnung ging zuvor. Der Klagebar sind wir geschieden. Geh du abendwärts. Ein Licht entschwindet im erwachten Jahr. Und Mann und Frau und was dir teuer war. Im Fall der Zeit hält seinen Gang nicht an. Der Himmel lächelt, Wind bot heut sich da. Ach, Adonis ruft, so löscht den Bann. Das Leben nicht mehr trennt, was Tod vereinen kann. Ihre Freundin Luna hat es mir erzählt. Bitte lassen Sie mich! Ich habe nicht verhindern können, dass Ian stirbt. Aber ich werde nicht zulassen, dass Sie das, was Sie noch haben, einfach so wegwerfen. Selbst ein schöner Tag ist es noch wert. Sie sind anders. Ian ist schon früher erschienen. Aber mehr als eine Begegnung weiß nie. Er hat sie nie berührt? Nein. Nie geküsst? Geliebt. Mir wird plötzlich übel. Und? Sie kann jetzt zu ihrer Freundin. Wie schlimm ist das? Fragen Sie sich selbst. Ich bin hier noch kurz in seiner Stube. Wie geht's dir? Ich hab das Ding wieder. Wir waren schon mit Ross leer und haben auf die Fähre gewartet. Als ich bin schwanger. Ich bekomme ein Kind. Ja. Ich. Von wem? Von Ian. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir bekommen ein Baby. Musik.
Jeanette, du bist der Grund, die Hoffnung, der Wille, aus dem ich kämpfen werde, solange es geht. Für ihn, für dich. Und Mann und Frau und was dir teuer war.